Stadion. Unsere Gäste vom SC Wiedenbrück, die U21 des 1. FC Köln und das Schiedsrichter gespannt. Lars Lehmann und Maria Zabel. 1. FC Köln, U21, im SC Wiedenbrück. Aber. Kommt jetzt! Kommt, mach doch! Renn doch! Ist doch nicht hier ernst. Schlechte Nachricht, mein Freund. Was ist denn? Das ist nicht mehr ernst. Ja, das könnte laut sagen. Was ist das denn, bitte schön, wieder mal? Ist doch nicht wahr! Ist doch nicht wahr! Kann doch nicht wieder wahr singen! 1-0 Wiedenbrück. Schon wieder mal. Hinten. Ärgerlich, oder was? Ich sag nichts mehr. Also. Es ist mir zu. Ne, bevor ich mich wie bei Netflix. 23. Spielminute, 1-0 für den SC Wiedenbrück, Torschütze der Spieler mit der Nacht, Pierre Merkel. Okay, haben wir gehört, wer es geschossen hat? Dazu will ich mich jetzt auch nicht aufregen. Ich habe mich in letzter Zeit auf meinen Videos zu genug aufgeregt über sowas. Hoffen wir mal, dass wir jetzt das Spiel noch drehen, Leute. Und wie ihr seht, alles ruhig. Wovon träumst du eigentlich? Von was denn? Ja, das Spiel noch drehen. Na, wenn die jetzt wieder besser reinschalten. Wenn das Tor zu wendig wäre. Naja. Schauen wir mal, wie er auf dem Platz los ist. Ja, du meinst jetzt den Yannick, ne? Ja. Gegen Wolfsburg heute. Ja, ja, der kriegt halt einen aufs Dach. Wieder mal Ecke für Wiedenbrück. Wie viele Ecke ist es denn? Du hast ja keine Anzeigetafel gibt, wo Eckenverhältnisse draufsteht. Vierte oder fünfte? Mindestens. Mhm.
jetzt renn doch! Nein! Was geht los? Ja, weiß ich auch nicht, ich wollte auch schon... Was war das denn? Leg den doch gleich da an! Ich weiß auch nicht, was er damit bezwecken wollte! Das war sinnloses Passspiel, sinnlos! Passspiel, der wollte mal... Ich dachte, war zu blöd zum Dribbeln, nenn ich das. Yep. Komm, das passt besser. Reinwurf. Wie ich vor zwei Wochen zum Tobias gesagt habe. Ich sehe ihn schon wieder im letzten Spiel auswärts in unten. Gut gefahren und uns weiter. Weißt du? Mhm. Nein, nein. 2-0. Wo geht der hin? Ich wollte mir was zu trinken. 38. Spielminute, Tor für den SC Wiedenbrück. Spielstand 2-0 für unsere Gäste aus Wiedenbrück. Bringst du mir auch was mit? Spieler mit der Nummer 20. Ich gehe jetzt sofort auf das Geld. Okay. Könnt ihr denn schon wieder die ganze Saison? Okay. Halbzeit, der 2-0 für Wiedenbrück. Zweite Halbzeit. Unsere U21 hat zur Pause ausgewechselt, ausgeschieden ist nun mit der Nummer 3, Leander Simon und mit der 18 Gerhard. Sie jetzt noch ein Spiel mit der 4, Christian Jäger und mit der 15 und Frieda Swutzki. Guten Tag. Geht drauf! Nee. Ja! Jetzt aber was los. Torwart da.
Nein, nix. Mann! Nein, ne? Ja, klar. Mein Gott, nee. Weiß ich auch nicht, ey. Scheiß Abseits, ey. Wow. 58. Spielminute, Tor für den SC Wiedenbrückner. Spielstand 0:3. Torschütze wieder und der Spieler mit der Nummer 20. Patterson, Chato und Gwendon. Was hat der für einen langen Namen, Alter? Rechen spielt welche Liga? Rechen spielt Landesliga. Ja, siehst du mal. Die spielen mit Fortuna Köln 2. Die sind zu viele. Also Frechen sind. Die ja auch bald, wenn die so weitermachen. Ja, also Frechen ist zwei Liga unter uns. Ja, ich sag ja. Yeah! 3-1! 1-3! Spielminute, Tor für die U21 des ersten FC Köln. Neuer Spielstand 1:3. Torschütze des Spieler mit der Nummer 9, Roman Prokop. Hey! Oh, der Prokop kann ja Fußball spielen. Ja. Es gibt ein gutes Sprichwort dazu. Scherben bringen Glück. Ich hab noch nicht gefroren gewesen, das Bier. So kalt ist es heute nicht. Wieder. Ja, wieder Ecke. Also, falls ihr meint. Gut, geht zu, falls ihr meint, kann man das doch nicht mal mit mir umgeworfen. Sind aber wieder Tierpunktglück. Hier kommt es mal zur Ecke. Nix. Janik! 82. Spielminute, Wechsel bei unserer U21. Schaltet aus mit der Nummer 2, Michael Clemens. Für ihn kommt jetzt neu ins Spiel, die 21, Marco Bahn. Kommt gut. Ach, Ecke. Noch eine Ecke. Nee? Doch. In Wok. Stand 3, besser gesagt 1:3 für FC Wiedenbrück.
Schlusspfiff in der Partie. 1. FC Köln U21 gegen SC Wiedrück in der Regionalliga West. Endstand 1:3. Nächste Woche Sonntag die Heimspiele unserer U17 und U19 hier im Rhein-Energie-Sportpark. Am Sonntag um 11 Uhr empfängt die U17 Borussia Dortmund und um 14 Uhr dann die Partie 1. FC Köln U19 gegen Preußen Münster. Bedanke mich für den Besuch heute hier im Franz-Krämer-Stadion. Kommen Sie gut nach Hause und noch ein schönes Wochenende.